An neuem Standort mit neuem Konzept. Der Muddimarkt findet sich in diesem Jahr vor der Sparkasse am Lorenzendamm. Im Gegensatz zum Vorjahr haben wir hier beim Muddimarkt eine ganz neue Fläche. Das heißt, wir haben viel mehr Möglichkeiten. Es ist jetzt so ein richtiger Marktplatz geworden. Wir haben jetzt hier eine Grasfläche. Wir sind am kleinen Kiel. Das heißt, auch die Nähe zum Wasser ist da. Und mit den Zirkuszelten, die wir dieses Jahr auch neu haben, ist es so ein kleines Festival fast. Also es ist so ein bisschen bunt und aufgelockert und irgendwie alles schön. Und wir haben natürlich auch viel mehr Programm dadurch. Wir zeigen dieses Jahr Filme, wir machen dieses Jahr Workshops. Einer der Workshops ist die mobile Fahrradwerkstatt. Dort kann man sein Fahrrad nicht nur reparieren, man kann auch etwas Neues erschaffen. Auch Künstler und Künstlerinnen zeigen auf dem Markt ihre Arbeit und zeigen ihr Können. Mit seinen Angeboten will der Muddimarkt zu einem verantwortungsvollen und umweltbewussten Handeln anregen. Wir wollen nicht mit dem Finger durch die Gegend zeigen und sagen, das und das machst du scheiße, sondern wir wollen vorleben, wie man eben nachhaltig sein kann und das auf unterschiedlichste Art und Weise. Wir haben regionales Essen hier bei uns, wir haben regionale Produkte, die wir konsumieren können und eben unterschiedliche Initiativen, die sich hier präsentieren können. Der Muddimarkt ist ein besonderer Ort auf der Kieler Woche. Und alle sind hier herzlich willkommen.